Lala kommt. Videobild ist jetzt auch da. Also darf man noch eine Minute warten. So, wir müssen uns einen Auftrag holen. Wir holen natürlich einen aus den externen Aufträgen. Die gibt es ja jetzt auch. Das System hat gesehen, wir stehen richtigerweise in Duisburg auf dem Server EU2 und wir holen uns den Auftrag Säure von Duisburg nach Ungarn um 83.000 Euro abzugreifen. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Schildstream von w2ss.de. Ihr habt es im Hintergrund schon gehört, der Fuppi ist auch mal wieder dabei. Der muss dabei sein. Ohne den geht's ja nicht mehr. Naja. Was, naja? Naja. Ich hab dich nur gefragt, hast du Bock? Mir sagt klar. Ey, ich bin das Kontrollorgan hier, also. Das Kontrollorgan, habt ihr das gehört? Ja, ey, du musst doch aufpassen, dass du ordentlich fährst. Vor allen Dingen mit der Säure. Nein. Weißt du, was du sonst wieder anrichtest? Was soll das denn heißen? Ja? Wir haben übrigens Aufsatteln für Erfahrene, das aktiviert. Das heißt, es heißt, ganz normal aufsatteln gibt's hier nicht mehr. Und dann jetzt muss es profihaft natürlich erfolgen. Wir sind natürlich Profis, deswegen können wir sowas natürlich auch. Dazu willst du jetzt keinen Kommentar hören, oder? Ach komm, hau raus. Ja, also, ihr Profis, ne? Ich hoffe, das auch ohne, dass das mal aneckt. Hallo, ich habe ihn jetzt ganz, ganz spontan und ganz, ganz vernünftig um die Ecken gekriegt, ja? Ich meine beim Ankoppeln. Und ich bin auch nirgendwo angeeckt. Er hat sich ein bisschen bewegt, okay, aber... Ja, das meine ich doch. Er hat sich ein bisschen bewegt, aber es hat funktioniert. Ist doch mal nicht so gemein zu mir. Ich habe Gefühle. Ich glaube, ich keiner hören will. Ich habe Gefühle. Das ist ja was Neues. Und der LKW findet das nicht witzig. Der bricht dann gleich auseinander, ne? Deswegen ziehe ich auch erstmal spontan die Feststellbremse. Ja. Was war das? Scheiße! Mir fällt gerade was auf. Da nehme ich jetzt erst... komm, bleib! Nein. Und ich habe Säure geladen. Und ich sag noch. 10% auf Verzugmaschine, aber auch kein Prozent auf Verladung. Und ich sag auch noch Säure in den falschen Händen. Funk, danke. Oh Mann. Ja. Wie war das mit Profi? Ich bin natürlich ein Profi. Hallo? Du kannst froh sein, dass die Ladefläche so gut präpariert haben. Dass sie so stabil gebaut sind, die Tanks. Man darf ja auch mal Schwein haben, oder? Das ist deutsche Ingenieurskunst. Ja, das stimmt. Wir sind ja in Duisburg gestartet jetzt. Ja, bei solchen rumänischen Foren wie dir. Boah.
Haben wir jetzt etwa Vorurteile gegen Rumänen? Was die Qualität der LKWs anbetrifft, ja. Hallo, die haben letztens hier in Duisburg, ist kein Scherz, die haben in Duisburg haben die einen Kia aus dem Verkehr gezogen, der sage und schreibe 43 Mängel hatte. Und als sie den auf die Bühne gehoben haben, ist der in der Mitte durchgebrochen. Hä? Und ja. Wo kommen wir her? Was? Wo kommen wir her? Ein Deutscher. Aha. Ist kein Scherz. Es ist ein deutscher Kia gewesen, der so durch war, wirklich. Der ist wirklich so durch gewesen. Da ging gar nichts mehr mit. Ja, Kia. Wo kommt das her? Das ist keine deutsche Ingenieurskunst. Machen wir mal Licht an, wa? Wir haben zwar 8.48 Uhr, aber wir machen trotzdem mal Licht an, wa? Woher kommt denn das? Woher kommen die? Kia müsste. Ja, das müsste. Ja, das dürfte, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, dürfte das. Japan sein. Hm? Ne? Ist das Japan oder. Oder China? By the way, ich zock ja, wie man ja unschwer erkennen kann, ETS 2 im Multiplayer. Du? Ich zock derzeit auf World Trading Company. World Trading Company? Was? Off-World. Ja. Was ist das? Ist das so eine Wirtschaftssimulation oder was? So in der Art und Weise, ja. Auf Mars bist du da. Und Kia kommt übrigens aus Südkorea. Aus Südkorea. Okay, ja dann, das war ja schon mal so weit. Schon mal die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Es war ja schon mal so weit die richtige Richtung gewesen, ne? Mhm. Übrigens, im letzten Stream hatte ich ja massive Framerate-Einbrüche gehabt, ne? Ja. Jetzt läuft die konstant. So, wer weiß, was du da verstellt hattest. Ich tippe mal, das war einfach nur dieses Zurückpatchen, auch wenn ich mir eigentlich nicht erklären kann. Weil ich habe schon häufiger zurückgepatcht und trotzdem keine Framerate-Einbrüche gehabt. Hm. Oh, Mensch, die Rehe draußen sollen die Schnauze halten. Die Rehe? Rehe, ja. Du hast Rehe. Rehe, ja. Die bellen draußen. Rehe bellen? Ja, so. Das ist Husten. Ja, die machen so halt. Die machen so halt. Ja. Röhren Rehe nicht? Eigentlich ja. Das ist so ein komisches Zwischending von hier Röhren und Husten sowas in der Art und Weise. Okay. Ah nee, Röhren waren Hirsche gewesen, ne? Ja. Und keine Rehe. Stimmt, da war da was. Jedenfalls bellen die so hier draußen gerade mal. Aha. Und es ist nervig. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das nervig ist. Vor allem, weil sie das direkt neben dem Haus machen. Also keine 3 Meter entfernt. Mhm. Nicht wundern, warum ich jetzt hier hupe oder warum. Ich muss mich jetzt wieder mit meiner Steuerung hier zurechtfinden. Weil ich habe jetzt auch schon längere Zeit kein ETS 2 mehr gespielt. Ja, Schande über mich. Ich weiß. Aber. Ja. Sollen wir dazu sagen, ne? Ja, es ist einfach das saugeile Wetter momentan. Ja. Gut, wir haben jetzt den ganzen Tag heute Regen gehabt, bis auf ein paar Stunden im Vormittagsbereich, wo ich noch geschlafen habe. Ä-
Ja, ist halt so. Und aber es wird am Donnerstag bei uns, zumindest jetzt laut aktueller Vorhersage, bis zu 30 Grad heiß werden. Schon wieder mal? Mhm. Naja, 30 Grad hatten wir dieses Jahr noch nicht gehabt bei uns. Ja, im Osten klingt das natürlich immer wieder anders, wissen wir ja alle. Ja, du darfst jetzt dich jetzt gerne negativ dazu äußern. Nö. Nö. ja, und werde ich am Mittwoch viel aufnehmen. Ja, also am Mittwoch werde ich wirklich viel aufnehmen und am Donnerstag wird nur der Rechner den ganzen Tag heiß laufen. Im Rennen dann. Ne? Also am Donnerstag werde ich keinen Stream, werde ich nichts machen. Werde ich mich nämlich ganz entspannt einfach irgendwie an den Strand knallen und schön entspannen. Und schön in der Sonne braten lassen. Muss ja auch mal sein. Oder? Theoretisch schon, ne? Es ist zwar für den Abend wieder Gewitter angesagt, aber bis zum Abend ist da noch lang. Ja, solange es nicht so wieder Gewitter sind wie vor 2 Wochen, ne? Oh ja. War komm, die waren witzig gewesen. Ja, für die... Ja? Ja, für die ich hier nicht direkt betroffen hat. Du, ich hab im... Ja gut, man muss dazu sagen, gut, in Bayern und Baden-Württemberg und auch bei uns hier in NRW und auch in anderen Bundesländern ist ja richtig was runtergekommen. Und da haben auch mehrere Menschen leider das Leben verloren. Eben, deswegen. Ja. Das will man ja offen gestanden ja nie selber miterleben, sowas. Aber wir können hier in NRW glücklich sein, dass nichts passiert ist, nichts Größeres. Außer dass ein paar Leute verletzt wurden. Dass Garagen und Keller vollgelaufen sind, aber wirklich alles Sachen sind, die man ersetzen kann. Weil Menschenleben kann man nicht ersetzen. Eben, deswegen ja. Na? Also da muss man ja wirklich auch dazu sagen, ja gut, absolut. Aber ich bin Dienstag, den 5.6. war das, glaube ich, als hier in NRW oder vielmehr speziell hier in Duisburg kam richtig was runter. Das kann ich mir vorstellen. Also da kam wirklich viel runter. Und da hatten wir, habe ich mir überlegt, okay, du musst eh mit dem Auto jetzt zur Arbeit fahren. Jetzt ist dann nur die Frage, Wie kommst du am besten und am schnellsten jetzt zur Arbeit? Ja. Es war verflucht schwer. Ich habe für einen Fahrweg von eigentlich so einer guten halben Stunde, wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube fast 1,5 Stunden. Dafür musste ich dann aber auch sämtliche Bordsteine mitnehmen. Und auch über den Bürgersteig teilweise fahren, weil es ging nicht mehr weiter. Okay. Ja? Es ging einfach nicht mehr weiter. Du hast keine Chance gehabt, in irgendeiner Weise da auf der Auto oder für mal da irgendwie über die Straße zu kommen.
Weil die Straßen waren so derart überflutet gewesen, da ging gar nichts mehr. Oh Mann.